Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. In der letzten Folge haben wir ja mit dem Prolog zu Markart angefangen und damit machen wir jetzt auch direkt weiter. So, Moment, stopp, hier ist der Boss, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte hier hin. Da ist nämlich der Eingang. Eieiei, also geradeaus durch ist auch die Scherbe. Mal gucken, wo wir dann gleich hin müssen. Seht! Da ist ein Siegel, genau da. Seht ihr es denn nicht? Nee. Das ergibt so viel Sinn. Das Rätsel. Nur diejenigen, die würdig sind, werden den Weg in die Sicherheit finden. Nur Vampire und Werwölfe können diese Siegel sehen. Das erklärt, warum nie jemand irgendetwas gefunden hat. Ich sehe keine Siegel. Das liegt daran, dass ihr weder ein Vampir noch ein Werwolf seid. Wartet, ich habe da genau das Richtige. Hier, ein Blutanhänger. Er lässt mich etwas von meiner vampirischen Essenz mit euch teilen, sodass ihr die Siegel ebenfalls sehen könnt. Es ist vollkommen sicher. Zumindest meinte Fenorian, es wäre harmlos. was ist unser nächster Schritt? Wir folgen natürlich den Siegeln. Der Überlebende der Grauen Schar muss sie als Kompass genutzt haben und sie wurden genau für diesen besonderen Zweck angefertigt. Lasst uns sehen, wohin sie führen. Na gut, dann mal los. Und ich dachte schon, man hat uns angegriffen, aber nein, es sind die Siegel. Noch eines, geht weiter nach Westen. Ich glaube, jetzt sollte ich mal lieber... Weil ich nämlich auch gleich die Scherbe haben will. Nicht, dass wir eine Wahl hätten. Na, na? Oh, komm. Nach Osten, diesen Tunnel hinunter. Ich bin ja schon unterwegs. Also meintest du die Treppen hinauf? Gehen wir nach hinten, diese Treppen hinauf. Ja, schon da. So, wenn ich die jetzt schon kaputt gemacht habe. Da geht's noch weiter. Hier nach Osten und wieder nach unten. Wenn ich mich mal drehen könnte dabei. Noch eines. Nach Nordosten. Um diese Ecke. Okay. Ich habe mich jetzt für die kurze Variante entschieden. Für die schnelle Variante. Ha, das muss es sein. Wie machen wir das jetzt auf? Hier liegt ein Buch, Quendis, aber ich kann es leider gerade nicht lesen, weil irgendwelche Idioten immer wieder hinterherlaufen. Sehen wir uns drinnen um. Sie hat's schon aufgemacht. Ich lese trotzdem das Buch mal eben. Kurnats Tagebuch könnt ihr gerne durchlesen, besser gesagt. Dann gehe ich mal durch die Tür. Was haben wir hier? Nichts, was wir öffnen können. Schade. An den allmächtigen und erhabenen Fürsten Rada al-Zaran. Der kommt mir doch bekannt vor. Ich habe dieses Refugium für den Fall erschaffen, dass die Schlacht zu unseren Ungunsten ausgeht. Nun erreicht mich die Kunde, dass die Graue Schar besiegt wurde. Ich befürchte das Schlimmste. Verflucht seien der Übermut von... Stüriche? Und sein widerwärtiges Ego. Es ist wahrscheinlich ungerecht, dass der Mann, der den Pakt mit Molag Bar geschlossen hat, nun das Verderben eines großen Ordens einläutet. Wenn ihr diese Zeilen lest, wisset, dass mir klar ist, wie schmerzhaft es sein muss, unermüdlich zu kämpfen. Nur um seine Brüder und Schwestern fallen zu sehen. Aber ihr müsst überleben. Ihr werdet für all jene sprechen, die gefallen sind. Ihr müsst das Vermächtnis fortführen. Ich hoffe, ihr habt diese sichere Zuflucht ohne Schwierigkeiten gefunden. Ich habe den Weg mit magischen Blutsiegeln versehen, die nur jemand mit eurer Macht sehen kann. Für den Fall, dass ihr verwundet seid, hinterlasse ich heilende Umschläge und Verbandsmaterial. Für den Fall, dass ihr hungrig seid, findet ihr gefesselte Gefangene. Wisset, dass ihr hier sicher seid. Euch wird nichts geschehen.
Ich werde das Refugium in einigen Tagen aufsuchen, sobald dies gefahrlos möglich ist. Ich hoffe, euch dann unversehrt vorzufinden und dass mein Akt der Hingabe euch und euren Zielen gegenüber ein gutes Licht auf mich wirft. Ich bin eure stets ergebene Dienerin. Und solltet ihr euch entscheiden, mir das Geschenk der Unsterblichkeit zu gewähren, werde ich die Ewigkeit als Fürstin Dorn verbringen. Euch zu Diensten. Auf das wir wieder aufbauen, was verloren ging. Eure treue Dienerin, Fürstin Ingerien vom Clan Direnni. Direnni? Radar als Haran war der Überlebende. Passt ja. Und Fürstin Dorn half ihm. Oder sollte ich sagen, Fürstin Ingerien? Sieht aus, als hätte er es sich hier unten ganz hübsch eingerichtet. Ich bin überrascht, dass sich das diese ganze Zeit über erhalten hat. Naja, es ist ein Kelch, ne? Wartet, was ist das? Lasst mich das sehen. Ich erkenne dieses Siegel wieder. Doch das ergibt keinen Sinn. Hat es etwas mit der grauen Schar zu tun? Ich weiß nicht. Nein, das kann nicht sein. Aber es ist so, oder? Verdammt, mir gefällt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Was stimmt nicht? Ich habe dieses Siegel schon einmal gesehen. Oder zumindest eines, das genauso aussah. Mein Mentor, Graf Verandis, hatte eines. Aber warum sollte er etwas besitzen, was mit der grauen Schar in Verbindung steht? Das ergibt nicht den geringsten Sinn. Es muss eine Erklärung geben. Ihr habt natürlich recht. Es muss etwas geben, was wir übersehen. Wir brauchen Antworten. Und es gibt nur einen Ort, an dem man sie findet. Kastell Rabenwacht in Kluftspitze. Gehen wir. Ich erkläre euch mehr, sobald wir dort ankommen. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Machen wir uns nun zum Kastell auf. Ja. Versteckt die sich hier? Hierher! Gut, ihr habt es geschafft. So, ich hatte etwas Zeit zum Nachdenken. Ich weiß, das mag ein wenig ungewöhnlich wirken, aber ich will durch den Geheimgang in das Kastell. Ein Geheimgang? Aber ist das nicht euer Kastell? Ja, aber wir haben gerade erfahren, dass Graf Verandis womöglich vor tausenden von Jahren mit der grauen Schar in Verbindung stand und uns nie davon erzählt hat. Das verstört mich und das kommt sonst nie vor. Ich will diese Sache ganz im Stillen untersuchen, bevor ich den Rest der Familie hineinziehe. Aber Verandis ist fort. Warum von hinten hineinschleichen? Andere Mitglieder des Hauses könnten hier sein. Wenn sie uns sehen, werden sie Fragen stellen. Ich will das Gedenken an Verandis nicht mit dem besudeln, was immer das hier auch ist. Nicht, solange wir keine Gewissheit haben. Ich will das alles erst verstanden haben, bevor wir noch jemand anderen da hineinziehen. Verandis gab sein Leben, um Kluftspitze zu retten. Spielt es eine Rolle, was er vor tausenden von Jahren getan hat? Ich will nicht, dass es eine Rolle spielt, doch das tut es. Warum sollte er mir das vorenthalten? Ich muss sehen, was im Keller des Kastells ist. Dort hat er seine privaten Besitztümer eingelagert. Wir sind seinen Wünschen gefolgt und haben diesen Ort unangetastet gelassen. Bis jetzt. Kommt schon, gehen wir. Untersuchen wir den Keller des Kastells. Hier lang. Die Tür ist hier drüben. Wie? Wo? Vergraben oder was? Oh, nicht schlecht. Achtet auf Ungeziefer. Wir räuchern hier unten nicht so oft alles aus, wie wir das sollten. Okay. Ja, tatsächlich Ungeziefer. Und der Wolf steht einfach drin und denkt sich, ja, ist alles kein Problem. Warum schleichen wir? Schnell in den Keller. Ich bin mir recht sicher, dass ich ihn aufgeschlossen kriege. Sollte so ein Keller nicht offen sein? Gebt mir einen Augenblick. Du, ich hab Zeit. Schnell jetzt, rein. Seht nach, ob ihr das Siegel finden könnt. Es muss in einer dieser Kisten oder Kästen sein. Nur eine Kiste mit Schnickschnack.
Nichts Wichtiges. Sucht weiter. Ja, würde ich ja. Hallo, Ratte. Tschüss, Ratte. Da ist auch nichts drin. Ach, Verandis. Warum seid ihr so gut darin, Dinge zu verstecken? Wir haben ja noch nicht alles durch. Leere Fläschchen. Gut zu wissen, dass sie hier sind. Aber nicht das, was wir derzeit brauchen. Noch eine Geheimtür? Ich wusste nicht, dass es die gibt. Sie trägt das gleiche Zeichen wie das Siegel. Vielleicht... Sie lässt sich öffnen. Sehen wir nach, wo sie hinführt. Das ist ja eine tolle Geheimtür, die die Leute, die durchgehen wollen, davon abhält, durchzugehen. Was ist das für ein Ort? Hat Verandis ihn als geheimes Studierzimmer genutzt? Seht euch bitte mal den Schreibtisch an, ja? Darf ich jetzt endlich mal vorlesen? Danke. Verandis, ich weiß, dass euer unermüdliches Streben, die Sterblichen zu beschwichtigen und zu verhätscheln, den Großteil eurer Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich muss darauf bestehen, dass ihr eure Arbeit kurz unterbrecht und die mächtige Burg besucht, die wir während eurer Abwesenheit errichtet haben. Sie ist wahrlich prächtig. Glaubt mir, wenn erst der Friede herrscht, für den wir beide kämpfen, wird Grauenheim eins der Wunder der Welt sein. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung für unsere Brüder und Schwestern und die Sterblichen, die uns dienen. Eine majestätische Erinnerung daran, dass mit harter Arbeit und einer Vision alles möglich ist. Eure Abwesenheit ist deutlich spürbar. Der graue Rat herrscht über die graue Schar, aber euer Platz am Tisch bleibt leer. Sogar Exarch Ulfra vermisst euch, obgleich sie dies niemals zugeben würde. Kommt, mein Freund, besucht uns in Grauenheim. Ich habe euer Laboratorium mit allen aufgefüllt, das ihr je brauchen konntet. Ich bin mir sicher, dass ihr und Exarch Singhalis hier eure Forschungsarbeiten abschließen könnt. Auf der Rückseite dieses Briefes findet ihr eine Karte, die euch zur Insel führt. Kehrt zu uns zurück, Verandis. Kehrt zum Grauen Rat zurück. Zu eurer Familie und in euer Zuhause. Euer geliebter Bruder Radar Al-Zaran. Der Brief. Oha. Was steht da drin? Das sage ich dir lieber nicht. Dieser Brief. Bitte sagt mir, dass das nur eine alte Liste mit dringenden Vorhaben oder so etwas ist und nicht etwa tatsächlich der Beweis, dass der Mann, dem ich mein Leben anvertraut habe, etwas mit der grauen Schar zu schaffen hatte. Dieser Brief legt nahe, dass Graf Verandis ein Mitglied der grauen Schar war. Was? Verandis, wie konntet ihr nur? Ich will das nicht glauben. Und doch sehe ich es da mit eigenen Augen vor mir. Warum hat er mir das nie erzählt? Ich dachte, ich wüsste alles, was es über ihn zu wissen gibt. Nein, da muss noch mehr sein. Was steht sonst noch in dem Brief? Er erwähnt eine Insel und ein Kastell der Grauen Schar. Es gibt doch eine Karte. Es ist möglich, dass dieses Kastell gar nicht mehr existiert, aber ich will dorthin. Ich weigere mich daran zu glauben, dass Verandis zur Grauen Schar gehörte. An dieser Sache muss noch mehr dran sein. Es muss irgendein Steinchen dieses Mosaiks geben, das den ganzen Rest Sinn ergeben lässt. Seid ihr auch weiterhin an meiner Seite? Ich werde mit euch gehen, um das Kastell der Grauen Schar zu untersuchen. Hab Dank. Der Wagen wartet noch immer draußen. Wir fahren mit ihm zur Anlegestelle und reisen von dort aus mit dem Boot weiter. Wir halten uns an diese Karte. Geht ruhig vor. Ich möchte mich noch einmal umsehen, um mich zu vergewissern, dass uns nichts entgangen ist. Ich treffe euch am Wagen. Da. Erstmal den Ausgang wiederfinden. So, jetzt ist nur die Frage, wo war der Wagen? Der stand direkt um die Ecke, ne? Schauen wir mal. Hier. Gwen? Ich glaube, ich bin so bereit, wie ich es eben sein kann. Es wird niemandem helfen, das Unausweichliche hinauszuzögern, und es wird mir nicht die Antworten bringen, die ich brauche. Kommt, finden wir heraus, was sich auf dieser geheimen Insel befindet. Was meint ihr, was wir auf dieser geheimen Insel finden werden? Antworten, hoffe ich. Passt auf, ich muss das tun. Ich werde diese Reise zu Ende bringen, ganz gleich, welche Wahrheit mich auch erwartet. Lasst uns einfach gehen. Je früher wir das hinter uns haben, desto besser. Doch nehmt zuerst dies. Ihr habt es verdient. Dieser Brief, den wir gefunden haben,
Ich kann nicht glauben, dass Verandis Teil von etwas so Bösem wie der Grauen Schar war. Wir müssen wohl zu dieser geheimen Insel reisen und zu diesem Kastell, falls es denn noch existiert. Ich werde die Wahrheit herausfinden, die ganze Wahrheit. Wie genau gelangen wir auf diese geheime Insel? Wir folgen der Karte. Wir nehmen den Wagen bis zur Küste von Shornhelm, heuern ein Schiff an und segeln zu der Stelle, die hinten auf dem Brief angegeben ist. Mit etwas Glück sind wir schneller dort, als ihr Goa-Apfelkuchen sagen könnt. Goa-Apfelkuchen. Und was machen wir, wenn wir dort sind? Wir sehen uns um und finden hoffentlich nichts. Wir stellen fest, dass das alles nur ein großes Missverständnis war. Falls nicht, werde ich wahrscheinlich nach eindeutigen Beweisen dafür suchen wollen, dass mein Mentor ein Ungeheuer war. So, können wir jetzt los? Ich bin bereit, zur Insel der Grauen Schar zu reisen. Das fühlt sich immer noch ein bisschen unwirklich an. Ich fasse es nicht, dass wir einen Brief gefunden haben, der Verandis mit der Grauen Schar verknüpft. Ausgerechnet noch einen von Radha al-Saran. Wenigstens gibt es eine Karte. Finden wir diese verdammte Insel und bringen wir die Sache zu Ende. Der Wagen wartet. Frischt meine Erinnerung auf. Warum gehen wir noch gleich zu dieser Insel? Wir hatten ein Siegel entdeckt, das genauso aussah wie eines, das mein Mentor Graf Verandis früher hatte. Ein Siegel, das Radha al-Saran gehörte. Als wir Kastell Rabenwacht durchsuchten, fanden wir einen alten Brief an Verandis, in dem man ihn darum bat, zu einer geheimen Insel zu kommen. Was wissen wir über diese geheime Insel? Nicht viel. Der Brief erwähnte einen Namen, Grauheim. Ein bisschen überheblich, wenn ihr mich fragt. Und dort soll es ein Kastell geben. Falls es nach all diesen Jahrhunderten immer noch steht, können wir vielleicht mehr über Verandis und seine Verbindung zur Grauen Schar erfahren. Meint ihr wirklich, dass Graf Verandis Teil einer Armee aus Vampiren und Werwölfen war? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vielleicht wurde er genötigt, sich ihnen anzuschließen. Oder man hat ihn belogen oder überlistet oder... Wisst ihr was? Spekulationen sind zwecklos. Wir haben eine Insel zu finden. Machen wir damit weiter. Wir haben Verandis Siegel nie gefunden. Nein, aber ich bin mir sicher, dass es das gleiche war wie das aus der Immergrünen Wacht. Nicht, dass das eine Rolle spielt. Ihr habt den verdammten Brief gelesen. Er beweist... Ich weiß nicht, was er beweist. Dass mein Mentor zu einer Kabale von Vampiren gehört haben könnte, die Tamriel erobern wollten? Na, nicht wirklich. Also ja, vielleicht schon, aber vielleicht ist es auch nur... Ja, ein Verwandter gewesen. Man weiß es nicht. Was sehen denn meine müden Augen hier hinten? Das muss ich mir noch eben schnell schnappen. Ich wittere Magie. Ja, das war ja auch ein Zitschi-Portal. So, jetzt können wir weiter. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.